Geburt mal wieder rein. Die Missgeburt darf nichts mehr essen, deswegen tue ich die. Hör mal auf zu schreiben. Ich mache jetzt Time Set irgendwas, ne? Ja. Ist genauso hell, wenn du machst Time Set 0. Nix. Warte, ich hab was. Nix so. Guck. Ja, nein. Hanoi. Was denn? Das wollte ich machen. Ich sind für Resi. Ach so, ja genau. Nee. Ey. Oh. Guck mal. Was machst du da? Ist dunkel. Ja, 25.2012. Warte, geht auch. Siehst du das? Nee. Auf Timeset Skrillex eingegeben. Das musst du eben ohne Schrägstrich machen. Ja, genau, Skrillex hat die Time gesettet. RTL, ey, ist klar. Guck nicht so eine Scheiße. Und guck. Die stellen ins Gamer los. Ich bin einziger Wille. Genau. Weil das Hurenkinder sind. So richtig dreckige Hurenkinder. Der ist einfach kacke. Ey, mein Vater wollt Pötte. Was? Nein. Er ist Schaffner. Er ist Süßigkeiten verkäufer. Oh, Lulus, ich bin der Schaffner. Tschüss, du weißt, arbeitest. Tschüss. Ich wollte mal sagen, dass du hier arbeitest. Tschüss. Oh, Lucius, ich bin so mal der Schopfer, die hat mir so meine vom Lohn abgezogen. Oh. Ach, Lucius ist schon eine geile Sau. Ach, wie findest du den Turm eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich? Bisschen komisch. Ist eine ganz komische, ne? Ja, ja. Wir sind ganz feiner, wa? War. Kommt nicht heute sogar Galileo Big Pictures? Ich hab keine Ahnung. Alle Bilder wurden mit einer 7D geschossen und einem 200mm Objektiv übrigens. Sag mal nochmal die Stats. Also, ne, weißt du, was ich mein? Meinst du, Canon. Meinst du jetzt die ganzen Informationen oder was? Ja. EF 70 bis 200mm USM I. 2,8er Blende, irgendwas, ich hab keine Ahnung. Jetzt steht auf dem Karton, warte. Okay, ich lese euch mal vor. EF 70 bis 200mm, 2,8er durchgehende Blende, IS 2 USM Objektiv. Ultrasonic mit einer Hammerlinse, damit das Objektiv nicht zerkratzt. So. Falls sich jemand damit auskennt, ich bin's übrigens nicht. Dann könnt ihr ein bisschen mit Nick darüber quatschen. Oh, er hat über mich geredet. So cool. So, Marcel. Gut. Willst du mir immer noch keinen Brief? Soll ich dir immer noch Brief und Siegel darauf geben? Beruf den. Hallo, wieso geht mein scheiß Game Mode? Hallo, hör auf! Mode Set 0, ne? Ah, ne, Wollo. 1. 0 ist doch, ja. Mein Gott. Ja, Marcel, was könnten wir denn noch so reden? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Widerlich.
schreibt zu denen. Ich schreibt. Weiß ich gar nicht. Welche Sendung kommt denn? Achso. Schwiegertochter gesucht, du so eine Gacke da. Schwiegertochter gesucht. Unsere liebe Nadine, die hat schon wieder Probleme. Denn ihr Lieblingsmensch, aber was schreibt ihr denn jetzt? Jungen gegen Mädchen. Was? Gerne. Y'all know what it is, man. Ich weiß aber schon, wer gewinnt. Die dicken Köcker. Genau, wir machen einen riesen Schwanz, aber ein richtig riesiger Schwanz. Den müssen wir zusammen machen und dann machen wir mit unserer weißen Wolle. Kindisch. Richtig. Mistkindisch. Was könnte ich denn noch da oben machen? Ich mach mal ein paar Betten da oben hin, ne? Waka waka. Fucker, fucker, ey. Motherfucker, fuck. Nein. Guck mal hier. Was denn? Warte, ich bete dich mal. Sag wann. Warte. Ja, mach. Scheißegal. Ich hab hier einen Schrein hingebaut. Der. Ach, das sieht ja geil aus. Sonny Skrillex more. Geil, einfach nur geil. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll. Von hinten ist noch ein bisschen hässlich. Das sieht aber geil aus. Wir könnten nur mal ein bisschen mit Lava machen, ne? Ja, genau. Ja, genau, verdammte Scheiße. Ach so, je. Pussy gut heißt das Lied. Das hat der Mr. Julian mal gefragt, wie das Lied heißt. Ich habe ihn schon beantwortet, aber ich sag jetzt nochmal so. Pussy gut. Naja. Pussy ist gut. Nein, das Lied heißt Pussy gut. Und da singt er so, Pussy gut. Feeling you riding, feeling you riding. Ach so. Kennst du, ne? Das ist schon so oft gekommen, keine Ahnung. Aber das ist Creative Commons Musik. Das ist einfach Musik, die man kostenlos runterladen kann und auch kommerziell benutzen kann. Man kann den Leuten allein spenden, genau wie Skrillex das mit seiner EP gemacht hat, mit seiner My Name Skrillex. Skrillex, scheiße. EP. Nicht sagen. Das ist Verleumdung. Ja. Was meinst du, Marcel? Guck mal, da machen wir hier noch so Lava rein. Ja, ich mach hier noch an den Seiten jetzt kurz. Ach so. Ja, aber noch an den Seiten, dass das dann runterfließt. Was? Ach, ist das schön. Hauptsache, das steht Skrillex drauf. Weil da knackt er wieder rum. Das hat Nick geschrieben, das hat man gehört. Meine fette Scheiß-Tastatur da, die 500, Dezibel laut. Ja. Pussy gut, Flinger Rider, Flinger Rider. Mach ich das so oder mit Zäunen? Ich mach das mit Zäunen. Was denn? So ein Stützer für die Balkon, für den Balkon, weißt du? Achso, stimmt. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Da hätte ich auch mal drin trinken können. Da machst du ja der Tasse aber ganz ehrlich gesagt nicht gemacht. Und dafür, Marcel, schreibe ich jetzt ins Kreuz. Nein, oh, ich habe schon wieder Leitern gemacht, ich Missgeburt. Alter, ich mache immer aus Versehen Leitern. Oh, Lan. Oh. Lan. Und dank meines genialen Egos, das jetzt, hat jetzt gar nicht zusammengepasst, dank meines genialen Gangs, kommen wir jetzt ganz schnell hier runter. Kommen wir jetzt ganz schnell hier runter. Was denn? Nick. Nick. Tippen? Nick. Was? Tipp. Warte. Nick. Nein, scheiße, nicht. Das
Sag mal, ich hab's eingegeben. Nein. Oh, Junge. Slime! Unser erster in dem Keller. Wo denn? Yes, keiner. Ich glaube, der backt nur rum von unten. Der ist gar nicht hier drin. Warte, ich geh mal runter gucken. Ich hab mir jetzt die Stelle auf deinem Handy. Kann gar nicht sein. Warte, was denn jetzt? Nö, ich geh auf, Leute. Gute Nacht, schlaf gut. Bis die Tage. Okay, gute Nacht, Alter. Nacht. Träumen. Und sei nicht traurig. Unsere Köcke bekommst du das nächste Mal. Wir sind schon wieder fette Slimes. Fatt! Mach doch noch mehr Kussmünder. Scheiße! Mach du Mist! Da ist ein Creeper, eine Kriepe ist da. Ich mach den Hurensohn jetzt kaputt, pass mal auf, ey. Den Bastard, ich, ne? Den. Na! Boah, ich mach den, ich hab den Hurensohn. Scheiße, ich seh das wieder nicht. Fick dich tot. Mach mal bitte den Gang auf, weil ich seh das hier nicht. Wo ist der Creeper? Ich hab den schon kaputt gemacht. Ich seh nix. Aber ich seh da unten Höhle. Ne, ganz viele. Und da hinten in meiner Redstone-Schaltung ist Dings drinne. Ja, hab ich schon genommen. Creeper. Da ist ein Zombie drin, ich sehe durch die Wände gerade. Ja, wie einen fetten Screenie gemacht. Jo, hast recht. Fick dich, du Hurensohn, Alter. Was willst du hier durch oder was? Willst du verarschen oder was? Du hast dich ein Stück Scheiße, Alter. Alter, guck dir mal so hässlichen Huren-Skin an, ey. Mach doch mal bitte Fackeln hin. Ja, ich muss mir jetzt erstmal welche machen, oder? Ja. Ich bin wie Gott, nur cooler. Das könnte von der Runde kommen. Ja, das könnte allerdings. Und wir drehen im Pornokeller Blockbuster. Floris Mutter ruft an. Und will auch was vom Zaster. Auch was vom Zaster. Alter, die kriegt was von meiner Zahnpasta in den Mund, Alter, die fette Hure. Heute hat meine Zahnpasta wieder anders geschmeckt. Letztens hat die nach Tic-Tac geschmeckt. Und ja, heute. Kennst du diese, diese pinken Kaugummistreifen, die es in dieser Tüte gab, die so ganz gut schmecken? Ja, aber die sind auch voll süß. Ja, aber die schmecken so richtig gut. Ja, ja. Die sind so pink und so und ich hab schon ganz viel Gold gefunden. Nach das hat meine Zahnpasta gestern Abend hier geschmeckt. Guck mal, in den drei Kisten ist alles voller Cobblestone. Okay, ja. Hab ich schon gesehen. Krass, wa? Das ist wie der Weihnachtsmann. Fett und geil. Wo ist eigentlich die Glücksspitzhacke? Die ist, wenn man jetzt in dem Keller ist. Slime-Keller oder was? Nein. Oder hier den Diamanten. Oben, die Leiter hoch. Ey! Die Leiter hoch? Ist da was kaputt? Ich glaube, du hast was kaputt gemacht. Ach so, warte, ich mach wieder offen. Pass mal auf. Ja. Irgendwie ist das irgendwie. Tut mir leid, ihr habt da irgendwie. Da hilft auch kein Umdreher da, diese, weißt du? Inverter, genau. Ich hab 30 GB Arbeitsspeicher, ja. Ja. Nee. Naja. Ich hab 1000. Ich hab 2000, Freund. Hier hab ich das Gefühl, dass ich alleine bin. Du bist alleine? Ja, ich sehe kein Licht vom Fernseher, wo meine Mutter eigentlich jetzt sitzen sollte. Mein Vater ist sowieso weg. Wo ist der arbeiten? Nein. Spätschisch oder ist eine Saufen? Das glaube ich eher. Nee, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Plugin, dass man sich Portale bauen kann oder so, ne? Das wäre ein bisschen blöd dann halt. Obwohl, ist ja halt wie eigentlich dann nur normale Funktion. Meinst du diese Portal Cannon? Weiß nicht, ob Portal Cannon. Also das sind so Portale, die können dann richtig teleportieren. Ich dachte früher, das können die normalen Portale auch. Portale. Ah, das sieht gut aus. Don't Lance, Portale hier. Warte, ich schau mir mal an, bist du schon fertig mit dem Gang? Was für ein Gang? Der Gang. Weiß ich nicht. Was ist eigentlich jetzt mit den Schweinen, Marcel? Ja, mach. Machen wir mal. Was sollen wir jetzt mal machen? Wir haben ja noch Korn. Jetzt. Nein. Ja, Scheiße! Da hab ich gar nicht gedacht. Fuck. Steine. Fuck. Das hab ich total gar nicht bedacht.
da läuft doch gerade der liebe Clay. Nee. So, ja, der ist auch ein Huren. Gar nicht. Der macht auch kostenlos. Der hat da sein Album kostenlos zur Verfügung gestellt. Tja. Okay, ist auch sein erstes, seine erste EP. Extended Play. Eternal Play. Okay, Wolle haben wir noch so wenig. Fuck. Wie wär's denn jetzt mal mit dem Schwein, Marcel? Machen wir oder machen wir nicht? Ich hasse Lava richtig. Die ist so unkontrolliert. Das merke ich gerade, weil mir die gerade... Wie deine Mutter im Bett. Das ist pervers. Das ist pervers, wie du über meine Mutter redest. Das ist alles pervers. Das ist alles pervers. Da kannst du mal Brief und Siegel drauf. Noch einmal. Wie oft habe ich noch eine Chance? Ja, noch einmal. Nee, gerade war es zwei, aber du hast ja allerdings nichts gesagt. Du hast mir jetzt schon dreimal zwei Chancen gegeben. Gar nicht. Jetzt kannst du schön auf der Aufnahme beobachten. Ich geb dir gleich noch eine letzte Chance. Ich geb dir da keinen Brief und Siegel, los mal drauf. Nee, garantiert nicht. Das mach ich nicht. Ich werde das auch nicht sagen, dass ich dir Brief und Siegel hab. Das werde ich dir nicht sagen. Das werde ich ganz bestimmt nicht sagen. Das ist nämlich nicht meine Art. Leute, ihr könnt ruhig nach Hause gehen, aber ja, ich krieg mein Geld. Ganz ehrlich, er sagt so, ne? Ja, ihr könnt ruhig nach Hause gehen, ne? Ihr habt so eine Schulpflicht, ich verletzt ihr, aber ich verdiene trotzdem mein Geld. Alter! Ne, also, Dings. Weil die ja voll viele haben sich beschwert, dass der Unterricht bei ihm behindert ist. Weil der hat diese scheiß 5-Schritte-Methode. Ja, dann hat eine so gefragt, ne, also wir könnten auch jetzt einfach nach Hause gehen. Ja, so ist das alles nicht. Ihr müsst mir schon meine Arbeit abgeben. Ja, also könnte ich meine Arbeit machen, ihn in der Stunde abgeben und dann einfach nach Hause gehen. Ja, das könnt ihr ruhig machen. Ja, aber sie verdienen damit doch kein Geld. Sie müssen uns doch unterrichten. Ich verdiene kein Geld damit, euch irgendwas beizubringen. Ihr könnt ruhig nach Hause gehen, aber ich krieg mein Geld. Ja, ja, ey, das ist krass, oder? Was war denn noch? Das wollte ich gerade erzählen. Das war auch so eine krasse Sache. Was war das denn? Leute, ich bin fit, aber ich krieg mein Geld. Nein, irgendwas ganz anderes war das. Hast du eigentlich noch Glas jetzt übrig? Nein. Nein. Ich alles für den nach unten verschwenden. Dafür habe ich eigentlich die scheiß Spitzhacke gemacht, den Samthandschuh da. Damit ich auch mal abbauen kann, wenn ich mal falsch baue. Kann man Glas damit abbauen? Man kann alles damit abbauen, außer ein Spawner. Das geht doch, das geht. Ein Spawner nicht. Das geht ja mit dem Samthandschuh jetzt. Jetzt? Das ging noch nie. Doch, das kannst du doch mit dem Samthandschuh abbauen. Verdammt, ich habe gar nichts mit, ey. Holz, okay, kann man Holz verwenden. Was hast du denn für Sorgen, Nick? Sorgen jetzt nicht so im direkten Sinne eigentlich. Oh, nicht im indirekten. Nein! Ich bin am fucking Arsch, ey. TP mich mal bitte. Fuck. Danke. Alter, irgendwie muss man doch schneller da hochkommen. Ja, Isit muss man ja auch. Isit ja auch. Okay, ich muss das alles nochmal hier ein bisschen optimieren, bis ich da Lava hinmachen kann. Mhm. Aber warte, was war denn das Krasse, was ich noch sagen wollte? Keine Ahnung. Ich überleg's mir nochmal. Vielleicht fällt mir irgendwann. Ich krieg mein Geld. Nein. Oh, du hast irgendwas gesagt, hier. Ihr könnt ruhig nach Hause gehen, obwohl ihr damit eure Schulpflicht irgendwie... Nein, danach wollte ich das sagen. Irgendwas danach, aber ich hab's jetzt nicht im Kopf. Ich krieg mein Geld. Ich krieg mein Geld, Leute. Wie dreist kann man nur sein und so was sagen? Krass, wa? Ich hab noch 20 GB, ich würde mal sagen, ich baue da oben noch ein bisschen aus. Toll, ey, jetzt hab ich voll Bock auf das Spiel. Wie wär's denn eigentlich, wenn ich jetzt die scheiß externe Festplatte gleich hole? Ja, hol. Ich hole die gleich. Dann tue ich voll Dings hier machen. Bisschen Sand abbauen währenddessen. Mhm. Gute.
Jay. Leute. Ich hole euch meine externe Fotze raus. Dann lass mal noch kurz mal verabschieden. Nein, ich hab noch ein bisschen Platz. Geht schon. Ja, aber das dauert vor langem, bis ich bei dir bin. Hä, bist du bei mir? Bienen. Achso. Ja, weil ich eine fieste bin. Fieste Mexikaner. Ja. Fieste Mexikaner. Also bis wann warst du zum Beispiel vorgestern auf? Vorgestern nur bis 2:30. Ja, was heißt nur? Ja, bis 2:30 war ich auf. Seitdem wir diese Aktion bis 6 Uhr gemacht haben, ist mein Schlafrhythmus total Manuel Büttinger-like. Ja, das finde ich scheiße, weil wenn wir dann wieder in die Schule müssen, ne, dann sind wir so gefickt eigentlich. Ich hole das nicht mehr auf. Wann soll ich das denn machen? Weißt ich komme nicht mehr ins Also Bild. Ich gehe um Dings. Warte mal, um wie viel? Um 4:30 gehe ich vom PC weg. Bis 6 Uhr gucke ich fern und dann gehe ich pennen. Ich stehe um ungefähr 4:30 bin ich wach. Und dann hier, um den Dings wieder reinzubekommen und den Rhythmus wieder reinzubekommen, muss ich um 11 oder 12 schlafen gehen. Und das geht eigentlich. Aber das geht nicht, weil man viel zu wach ist. Ja. Weil jetzt sollte ich eigentlich schon ins Pennen, bis ich das bis morgen eingeholt habe. Für die Schule. Das geht gar nicht. Ja, das Scheiße, Fickenmixe. Nee. Nick muss morgen sogar noch um 9 Uhr aufstehen. Ja, weil ich meinen Teppich verlegen muss. Da kommt mein Opa vorbei, hier ist hier noch. Also mein Opa von Mutterseits, ne? Ja, meine Mutter hat Dings. Meine Tante hat angerufen, die laden uns ein, um irgendwie zu grillen oder sowas morgen. Niemand hat irgendwas gesagt. Meine Mutter sagt einfach, ja, ich hab voll keinen Bock darauf. Ja, das finde ich auch scheiße, ne? Einmal ich komme so nach Hause und auf einmal meine Mutter. Ja, du bist morgen mit Tobi verabredet. Der hat angerufen. Ja, schön, dass ich da auch mal was zu sagen darf. Ja, wirklich. Meine Schwester hat auch keinen Bock. Ich glaube auch gar nicht, dass die mitkommt. Man weiß es nicht. Leute, weil die kommt voll selten mit. Weil früher, wenn die Familie, also das ist ja immer so, wenn man Kinder hat, wenn Mutter und Vater wegfahren, dann kommen auch die Kinder mit. Aber ja, meine Schwester hat voll schnell aufgehört mitzukommen. Echt? Mit 11 oder so was ist sie schon zu Hause geblieben. Das ist echt voll selten. Mit. Also meine Mutter, die hat eigentlich mich das letzte Mal eigentlich vor 2-3 Monaten hat die mich mal eine Woche alleine gelassen zu Hause. Das war das erste Mal eigentlich, dass sie mich mal mehr als einen Tag alleine zu Hause gelassen hat. Und da war ich schon so ein bisschen stolz, weil ich da so ein bisschen unabhängig war. Ja, da hat man so das Gefühl, wenn man, das finde ich so geil, dass, wenn man irgendwie alleine ist oder sowas, dann hat man irgendwie nicht das Gefühl, ja. Da fühlt man sich so. Genau, da kann man. Ja, auch so was. Prügel rausholen, wann er will. Ja, auch. Nur, aber ich meine, das ist auch so geil, da, hast du nichts zu befürchten. Ziehen ist der Computer aus. Genau. So was muss man da nicht befürchten. Das dann nicht. Weil man ist dann voll so waste. Und man, da fühl ich mich aber immer ein bisschen aufgeschmissen, wenn ich mir was zu essen machen soll. Meistens lässt sie mir noch irgendwas hier. Ja, das war auch das Problem. Ich musste mich von Nudelsuppen und Kelloggs ernähren, ja. Leute. Ich mach mir mal irgendeine Scheiße. Popcorn oder so. Scheiße. Popcorn oder Fritten. Immer. Das ist das Einzige. Was man so kann. Oder mein Vater, der ist ja immer der ist ja den ganzen Tag arbeiten von 6 Uhr bis 5 oder sowas. Oder 4:45. Ist ja immer in der Arbeit und dann macht meine Mutter immer Mittag und so. Mhm. Warte, ich guck mal wenn eben. Der alleine ist. Dann macht er sich auch mal nur Bockwürste aus dem Glas. Okay, ich habe 12 GB. Ich breche das Ganze an der Stelle mal ab und wir sehen uns gleich wieder. Ich probiere erstmal, ob das auch funktioniert. Ah, okay, tschüss. So, Leute. Ich bekomme mein Geld. Für alles. Und Marcel, lass dir das